Der Klimawandel ist in vollem Gange und führt schon heute zu irreparablen Schäden und Verlusten. Er trifft vor allem die ärmsten Menschen in den Ländern des globalen Südens. Landstriche drohen zu veröden, Inseln im Meer zu versinken. Ganze Städte könnten eines Tages unbewohnbar sein. Der Klimawandel zerstört die wirtschaftliche Grundlage vieler Menschen, Existenzen, Traditionen, Kulturgüter. Der Klimawandel trägt dazu bei, dass Menschen ihre Heimat verlassen müssen. Sie sind international weder rechtlich geschützt, noch bekommen sie wirksame Hilfe. All das ist Zündstoff für die Ausbreitung gewaltsamer Konflikte weltweit. Verantwortlich für die Klimaschäden sind vor allem die Länder des globalen Nordens, die nur am profitorientierten Unternehmen, das kapitalistische System mit seinem unstillbaren Hunger nach Rohstoffen und Energie, Menschen mit ihrem Konsumverhalten. 2013 wurde auf dem Klimagipfel in Warschau ein Gremium ins Leben gerufen, der sogenannte Warschau-Mechanismus. Das Gremium soll Wissen sammeln, wie betroffene Regionen mit den Risiken und Schäden umgehen können. Die notwendigen Maßnahmen, Initiativen und Instrumente koordinieren, finanzielle und technische Hilfe organisieren und für die Ausbildung der nötigen Kompetenzen und Fähigkeiten sorgen. Viele PolitikerInnen im globalen Norden wollen Klimaschäden über Versicherungsleistungen ausgleichen. Das greift aber zu kurz. Die Leistungen reichen bei weitem nicht aus und sie kommen bei den direkt Betroffenen oft nicht an. Erstmals verspricht mit dem Pariser Klimaabkommen 2015 auch ein internationaler Vertrag, sich um das Thema klimabedingte Schäden und Verluste zu kümmern. Aber der Pariser Vertrag enthält keine konkreten Verpflichtungen für die Staaten des globalen Nordens. Die aber müssen als Verursacher dafür sorgen, dass der Klimawandel gestoppt wird und dass den Betroffenen effektiv mit Geld, Wissen und Technologie geholfen wird. Und das umfassend, sofort und ohne komplizierte Verfahren. Solidarität mit den vom Klimawandel betroffenen Menschen. Fordert euer Recht auf Entschädigung.